Das hier mache ich mal an. Nehmen wir mal ein bisschen gechillte Pokémon-Mucke an im Hintergrund. Dann jetzt einmal kurz auf den Discord gehen, sagen Spielwechsel auf Minecraft. Und dann ändere ich das nochmal ganz schnell. So, Kategorie Minecraft auf Twitch. Also, ich mache hier nochmal ganz kurz eine Flasche auf, damit ich gleich was trinken kann. Ich kriege nämlich Durst. Ich habe relativ viel Durst. Ich meine, ich habe jetzt einen halben Liter schon getrunken, aber das zählt man mal. Das würde ich jetzt eher weniger reinzählen in den Kram, den ich getrunken habe. So. Und. Gut. Ja, dann spielen wir ein bisschen Minecraft. Ich muss die Difficulty Peaceful einmal anpassen. Ach, ich habe mich gerade gewundert, wo bin ich? Ach, stimmt. Ich meine, dann kann ich jetzt schon mal, auch wenn das nicht unbedingt mein Ursprungsziel war, kann ich jetzt schon mal ein bisschen anfangen, hier das Lager vorzubereiten. Dass wir da ein bisschen was machen. So, das sind Kühe. Ich würde Ach genau, ich habe ja hier die Karten rausgenommen. Damit wir die einmal aktualisieren können. Ich meine, theoretisch muss ich bei der Karte halt warten, dass das ganze Braun da weg ist. Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, kleine Probleme. So, stattdessen. Ich bin muted, genau. Das ist meine Lieblingsfrage, habe ich das festgestellt. So, bin ich gemutet? Ja. Puh. Das und direkt danach würde die Frage ist das Spiel zu laut? Komm. Ja, jetzt ist für mich so ein bisschen, also ich werde, ich ging eigentlich davon aus, dass ich für den Rekursionsmodus noch so 2 Streams bräuchte. Ne, dass ich so 5 bis 6 Stunden bräuchte. Ne, ich habe jetzt nicht Und ich hätte nicht erwartet, dass ich da so schnell durchrenne. In Anführungszeichen so schnell. Wenn ich bedenke, dass ich in meinem ersten Playthrough, ich glaube, zwischen dem Boss, den wir heute am Anfang gemacht haben, bis zum Ende, habe ich, glaube ich, 6 Stunden gebraucht. Liegt aber auch so ein bisschen dran, dass ich spiele normalerweise spiele relativ langsam eigentlich. Ach genau, ich wollte die Karten weglegen. So, du kommst dahin. Und du dahin. Das schaut halt quasi problemfrei aus, dass ich da das Loch zugemacht habe. Als wäre es so gewollt. Es gefällt mir auch wirklich, dass hier so ein Inselarchipel ist. Aber ich bin mir halt unsicher, ob ich da wirklich noch Häuser hinstellen möchte oder nicht. Vielleicht 1 oder 2. Ah, es ist halt immer so ein bisschen doof. Gut, habe ich gerade. Ja, ich habe ein bisschen Oaklock dabei. So, dann würde ich aber euch für die nächsten 2 Streams oder Wochenendstreams, ne, Freitag, Samstag, würde ich euch dann hoffentlich noch heute Abend einen Strawpaw auf dem Discord-Server zur Verfügung stellen, dass ihr dort ein paar, zwischen einigen Spielen auswählen könnt, die wir dann machen werden. Na, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich meine, mein Stapel der Stand ist auch noch groß genug. So ist ja nicht. Also so 1, 2 Spiele werde ich noch finden. So, habe ich eine Axt? Ja. Dann entfernen wir nämlich nochmal den Baum von der Prämisse. Verzeihen Sie bitte, Sie sind hier nicht gestattet. So, zack. Moin Fetzen, na, was geht ab bei dir? So, die paar. Ich meine, die Birkenbäume kann ich auch nochmal wegnehmen. Ja, komm, holzen wir sie ab. Dann haben wir ein bisschen Überblick darüber, wie viel Platz wir hier noch haben. Nee, ich würde ja auch noch ganz gerne so ein paar normale Häuser hinstellen. Die halt quasi nicht in Anführungszeichen einen Job
darstellen, gleichzeitig, ne, sowas wie den Schmied da mit seinem Wohnladen, sondern nur einfach Häuser, dass sie auch Angestellte sein können. Raps verkaufen. Seit wann bist du denn Rapper? Das ist mir neu. Gut, und dann, ja, was mache ich dann? Ich würde halt, wie gesagt, noch immer gerne einen 24-Stunden-Stream wieder machen, dass ich vielleicht meinen Biorhythmus wieder geflippt bekomme. Alles okay? Ach, Raps! Oh! Oh! Ah! Nun! Gut. Der Unterschied zwischen Raps und Raps ist doch schon. Super. 10 von 10. Leseverständnis 110% bestanden. Entschuldigung, Quetzen. Aber ich wusste wirklich nicht, dass du ein Rapper bist, ne? Du anscheinend auch nicht. Gut. Wo wollte ich jetzt hin mit dem Gedanken? Ja, also vielleicht ein 24-Stunden-Stream. Ne, und wie gesagt, ich werde den dann ankündigen zumindest. Auch auf dem Discord. Es ist halt für mich unglaublich schwierig, einen sozial akzeptablen Biorhythmus zu halten. Oder zu leben. Rappen lasse ich auch lieber sein. Ich auch. Ich bin schon, ich meine, wenn gleich Rappen quasi Gedichte aufsagen ist, habe ich selbst dafür nicht genug Rhythmus. So, plus ich habe nicht die, also für guten Rap, das lyrische Grundverständnis für, dass das gut klingt. Ich meine, an sich kann jeder rappen. Die wenigsten können gut rappen. Ne, das ist auch ein bisschen was hinter steckt. Heißt ja auch eigentlich Sprechgesang, aber ich kann weder sprechen noch singen. Ich nuschel so häufig, dass mich Menschen immer wieder missverstehen. Moin Rasmus! Na, was geht? Oh, are you Rasmus, my good old Danish friend? I don't know if I need to speak German or English with you. Sorry. Aber was geht ab bei dir, Rasmus? Ich kenne nur eine Person, die Rasmus heißt. sei ja dazu gesagt. Weil der sich normalerweise irgendwie anders nennt. Was geht bei dir? Ach, bei mir ist alles ganz ruhig. Vorhin Transistor gespielt. Bisschen Spaß gehabt. In Deutsch. Okay. Dann, sorry. Ja, ich habe einen Bekannten, der heißt Rasmus. Der kommt aus Dänemark. Und der kann halt auch ein bisschen Deutsch. Oh. Deswegen war ich jetzt kurz verwirrt. Ich meine, wir können, also Freund jetzt vielleicht nicht direkt, aber wir können erstmal gute Bekannte werden, ne? Wie wär's damit? Mute, ich habe keine. Was? Ich habe auch keine Boote. Ich weiß nicht ganz genau, was du sagen möchtest, Rasmus. Es ist interessant zu sehen, was du schreibst. Achso, mein Inventar ist voll. Kann ich irgendwas wegwerfen? Nicht so wirklich, ne? Du hast keine Freunde. Dann würde ich dir empfehlen wollen, ein bisschen häufiger rauszugehen. Ne, mit ein paar mehr Menschen Kontakt zu haben. Danke für dein Follow, Rasmus. Ich liebe dich. Vielen Dank
Aber ich würde es doch erstmal kurz platonisch halten. Es geht mir alles zu schnell, es tut mir leid. So, nehmen wir all das mit. Da ist gerade vor meinen Augen was despawned. No, es ist despawned. Und, ach Gottchen, warum ist hier auch einfach so ein Riesenbaum gewachsen, du? Der ist ja größer als mein Ego. Ich zocke aber nur. Ich meine, selbst beim Zocken kann man ja Freunde oder Freundschaften schließen. Ich meine, ich spiele auch, also hauptsächlich nur. Und habe Freunde. Da muss man halt einfach positiv und freundlich auf Menschen zugehen. Und oder irgendwie auf Discord-Servern abhängen und sich dann dort nach und nach mit einigen Menschen anfreunden. Ich meine, Discord selber hat ja so ein Feature eingebaut. Ich weiß nicht ganz genau, wie es heißt, aber so ist quasi so ein Community-Feature, wo du auf Discord-Servern oder auf Discord-Server gehen kannst, von einigen Spiele-Communities, zum Beispiel der Monster Hunter-Spiele-Community oder halt League of Legends, höchstwahrscheinlich auch Fortnite, Apex Legends und all so ein Kram. Und dann kann man da ja auch immer welche finden. Und dann fragt man einfach so, ey, yo, ich würde gerade gern spielen. Möchte auch noch, oder möchte noch jemand anderes spielen. Und dann kann man Glück haben. Nun, Menschen finden. Spielst du Fortnite? Nein. Ich persönlich habe relativ wenig Spaß an Shootern, ne, weil ich nicht unbedingt gut in denen bin. Insbesondere, wenn sie kompetitiv sind. Na, also sprich, wenn du gegen andere spielst, macht es mir noch weniger Spaß. So. Interessant, wie der Baum da so im Nebel verschwindet. So, ich bin der Geisterbaum. Ich bin der Toastbrotbaum. So. Damit sind die Bäume ja zumindest gefällt. Ich könnte hier so mindestens 2, 3, 4 Häuser oder so hinstellen. Also kleine Häuser. So ziemlich Einzimmerhäuser. So. Dann würde ich die Decke noch um eins höher stellen. Ehrenmann, ich muss ins Bett. Dann wünsche ich dir eine angenehme Nacht. So. Gut, dann müssen wir mal den Boden noch mal anheben. Das ist ein bisschen doof, dass ich das tun muss. Ich habe jetzt keine Axt mehr, ne? Ich kann mir aber noch eine eben schnell craften. So ist die Frage, wie viele Kisten ich mit etwaigem Kram brauche. Ich glaube, einige Etagen müsste ich quasi komplett irgendwas zuordnen. So, gib mir doch mal Sticks. Achso, warte, ich habe hier doch noch welche. Ja. Danke für die Komplimente, Erasmus. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht. So, machen wir mal. Ja, doch, machen wir mal zwei. So. So, da packe ich erstmal all das Holz rein, was wir noch im Inventar haben. Und. Upp. Mach jetzt hier mal den kompletten. Ups. Den kompletten Boden weg. Und dann schaue ich auch mal gleich, wie ich das hier aufteile. Ich meine, ich werde für die oberen Etagen hier vermutlich weniger ein schönes System. Oh mein, ich kann den Boden auch von unten weghauen. Ein schönes System ansetzen, sondern eher einfach nur, ja, wie es gerade passt. Aber wenn ich dann so ein bisschen weiter runter gehe, dann hätte ich die Möglichkeiten, sinnvolleres System aufzubauen. Ein sinnvolleres Platzierungssystem. Ne, wie zum Beispiel, dass ich. Warte, wenn ich jetzt. Wo ist der Mittelpunkt hier eigentlich? Hier, ne? Habe ich gerade da. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Hier ist der Mittelpunkt. Dann muss ich, damit ich runter kann, eine 3x3 Ebene frei halten. Oder ein 3x3 Loch. Schade.
Hier unten geht's zumindest nicht, das, was ich vorhatte. Warum ist denn hier kein... Achso, ah, das kann sich nicht ausbreiten. Wie schaut's eigentlich aus, gerade mit den Schildkröten, die ich hier... Ach, die habe ich da hinten irgendwo hingesetzt, ne? Mal gucken, ob die noch irgendwo rumchillen. Oder ob die... Ich glaube, die sind nicht in einem Chunk, der geladen ist, gerade. So, also quasi in einer Chunk-Ladezone. Na, falsche Richtung. Da. Nutz mal das Boot, weil das schneller geht. Da hinten sind sie, meine ich. So, schauen wir mal, wie geht's unseren Schildis? Die, na gut. Die haben noch Zeug zu tun. Hier sehe ich gerade... Es ist ein unterschiedlicher Biomgenerator. Weil, upsa. Hier ist noch so ein kompletter Chunk Erde und dann zack, hat sich das dazu Sand gewechselt. Sehr interessant. Das habe ich so noch nicht gesehen. Ich meine, ich lerne nichts Neues draus, aber es ist trotzdem ganz cool zu sehen. So. Und jetzt wieder zurück. Zurück dahin, wo ich eigentlich hin möchte oder hin soll. Dann weiß ich nicht, was mache ich denn da unten mit dem Raum? Wenn ich meine, ich kann die Truhen an sich stehen lassen. Das ändert ja, oder das tut ja nicht weh. Bin mir aber unsicher. So, dann nehme ich mal hier ein Schild. Lagerhaus. Oder nee, ich nenne es einfach Lager. Woraus mache ich dann die Treppen, ist die Frage. Woraus mache ich die? Naja, das ist auch einfach eine Frage für die Zukunft. So, ich werde hier auch noch, oder ich möchte ganz gerne, dass ich das komplette Lager so ein bisschen ästhetisch ansprechend halte. Was bedeutet, dass ich die Truhen nicht einfach in der Luft schweben haben möchte, sondern auch ganz gerne irgendwie Slabs drunter haben würde, ne, auf denen die Truhen quasi stehen und sowas. Das Schöne daran ist ja, dass man die Truhen dann trotzdem aufmachen kann, selbst wenn da ein Half-Slab über denen steht. Und solange das nicht geändert wird, ist alles gut. So. Wie viel ist das eigentlich? Warte, das sind... Das ist ein 11x11-Raum, richtig? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Das heißt 11 Quadrat. So, für die, die jetzt aufgepasst haben in Mathematik, die können das gerne einmal ausrechnen. Für mich, ich nehme einfach ganz viel Holz. Ne, dann mache ich die Decke hier um einen höher. Was bedeutet... Ne, da sind die Oak Slabs. Dass ich hier Oaks... Jeez, okay, ich spiele alles gut. Dass ich da die Slabs reinsetzen kann. Kann ich da Truhen draufsetzen. So, machen wir mal... Um es zu demonstrieren... hin. Und ich würde sogar... Kann man das? Warte, ich mach mal ganz kurz. Das. Erde. Oh. Sehr interessant. Oh, das ist ja cool, dass ich das daran machen kann. Das ist dann einfach wie so eine Beschriftung von einem Schild. Das ist dann so wie eine Beschriftung von einem Schild. Mann, ey, weißt du? Dichter und Denker in Deutschland. Die haben nichts gegen mich. Holy moly, das war 10 von 10 Sätze, die man bitte vergessen soll. Oldschool-Lager, genau. Ich meine, dadurch, dass hier keine, wie schimpft es dich? Lagersysteme gibt, muss ich halt damit... irgendwie überleben. Das ist alles Spruce Wood. Das Spruce Wood kann ich aber nicht verwenden. Ich bin mir auch unsicher, ob ich wirklich Erde hier oben lagern möchte oder nicht weiter unten. So, 1, 2, 3 und dann ist, glaube ich, hier
das 3, ne, genau, dann ist hier die 4. So, 3, 4. Muss ich es halt so ausschauen. Plus, ich habe halt jetzt viel zu lange das vor mich hingeschoben, ein gescheites Lager aufzubauen. Ist halt schrecklich mit mir. So, ich kann auch hier schon mal zumachen. Na, und dann kann man die Kisten noch gescheit öffnen. Die Decke ist ein bisschen höher. Ich glaube, ich muss die anderen 6 hoch haben. Bin mir unsicher. So, pup. Na, und dann muss ich hier noch ein bisschen für Licht sorgen. Ich meine, theoretisch könnte ich auch, wenn ich wirklich wollen würde, Kiste neben Kiste neben Kiste stellen. So, nehmen wir mal die Stufen mit. Aber ich... Warte, ich mach erstmal Probe hier. Probieren wir erstmal ein bisschen rum, bevor ich jetzt Blödsinn mache. Ne, wie wär's damit? Warte, ich kann auch einfach so machen. Dann habe ich direkt die 8 Kisten. Ne, ich möchte die Ecken auf jeden Fall frei haben. Ja, dann mache ich das so. Nee. Dann mach ich das so. Nee. Dann, ja doch, mache ich das so, dass es so ist. Gut. So, 3. Möchte ich das mit... Ich glaube, ich mache das mit... Cobblestone Wall? Ist jetzt die Frage... Ist Cobblestone Wall da wirklich so ästhetisch ansprechend? Ich habe keine Slabs mehr, sehe ich. Ja. Gucken wir mal. Ich meine, es ist vorteilhaft, dass es sich nicht verbindet und so ein bisschen doof. Ich könnte auch. Ich glaube, dann wäre es aber besser, wenn ich da einen richtigen Zaun hätte, ne? Das schaut aber auch ein bisschen zu chunky aus. Nee. Ich hätte halt gerne so ein bisschen Varietät drin. Was ist, wenn ich das so mache? Moin Melli. Na, was geht ab? Bin ich damit zufrieden? Nö, bin ich nicht. Dann probieren wir noch was anderes aus. So, da machen wir erstmal die wieder drüber. So, hier kann ich die auch schon mal dran setzen. Oh, das ist falsch. 1, 2. 1, 2, 1, 2. Geschlebt! Wie schaut das aus? Ich habe hier noch ein paar Treppen. Wo habe ich jetzt die Kiste her? Ich könnte das auch ein komplett anderes Design machen, ne? Oh, und dann habe ich die ganzen Slabs für umsonst gebastelt. Wenn, ich probiere das erstmal aus. Wenn ich... Ich könnte die Kisten noch öffnen. Oder ich lasse das einfach mit den Stützen. Ich glaube, ich lasse das einfach mit den Stützen. So, dass ich hier welche in die Reihe, hier in die Seite ranmache. Ne, von, auf die ich dann Fackeln stelle. Komme ich nicht dran. Habe ich? Nicht das, was ich möchte. So. Dann mache ich das so. Ich bin wieder da, könnte Handy schmuggeln. Versuch dich bitte nicht wegen meiner in Ärger zu bringen. Das wäre ein bisschen doof. So. Aber danke, dass du wieder da bist. Ach, ich bin doch... Dafür brauche ich ein Lager. Mein Inventarmanagement ist einfach Müll. So. Was wollte ich jetzt machen? Achso. Genau, da nochmal einen drauflegen, dann setzen wir da eine Fackel dran. 1, 2, 3, 4. Alles gut. Gut. Wenn du sagst, alles gut, dann glaube ich dir. 1, 2, dann 1, 2, 3. Und da eine Fackel. Gut, dann haben wir jetzt hier überall Fackeln.
Was geht ab? Ach. Gerade mein Herz rausgerissen, weil ich Transistor nochmal zu Ende gespielt habe. Gott damit, das Spiel ist gut. Aber sonst alles gut. Wo kann man 1000 Euro spenden? Ich bin rich. Wenn du spenden möchtest, dann gibt's unter dem Link, unter dem Stream gibt's einen Spendenlink. Draufklicken, dann wirst du weitergeleitet. Wobei das halt wirklich nur freiwillig ist. Ich meine, ich liebe Transistor wirklich abgöttisch. Ist ein wunderschönes Spiel, aber es vernichtet einfach meine Seele jedes Mal aufs Neue. Aber jetzt ist es vorbei. Ne? Bedeutet, dass ich die Tage dann halt ein Drop-Hole öffne. Was quasi das nächste Projekt wird. Unter dem Link gibt's einen Stream. Ich bin sehr gut mit Deutsch heute unterwegs. Als wäre es meine Muttersprache, doch. Wie viel soll ich spenden? Spenden brauchst du gar nichts, so. So viel wie... Wenn du spenden möchtest, dann wirklich nur so viel, wie du möchtest. Ich möchte dann niemanden zu irgendwas überreden. Oder anstiften oder ähnliches. Wie lange ich streame? Also geplant wäre, dass ich jetzt noch so eine halbe Stunde mache. Je nachdem, wie viel Lust ich habe, mache ich dann noch länger. So, dann habe ich jetzt hier Erde. Dann würde ich das hier auch nochmal zur Erde machen. Hat sich die Farbe geändert? Oh, das ist sogar die falsche Ebene. Warte, was ist, wenn ich... Irgendwie scheint das heller zu sein, ne? Oder bin ich deppert? Ne, ich hätte das gerne am rechten Rand. So. So, dann machen wir noch ein paar Schilde. Nehmen wir das mit, das mit. Kannst du mir eine Freundschaftsanfrage schicken? Ja, das ist heller. Warum? Warum ist das in einer anderen Farbe? Rasmus, tut mir leid, aber ich nehme... das Ding ist, ich nehme niemanden als an bei Freundschaftsanfragen. Na, wenn ich einen annehme, müsste ich alle annehmen. Und das wäre unfair. Und ich habe auch nicht die Möglichkeit, alle anzunehmen. Weil Minecraft... Ich finde es gut. So, es ist halt einfach, oh, das ist ein tolles Schild, was du da hast. Andere Farbe. Die sind alle in einer anderen Farbe. Habe ich gibt es irgendwie eine Farbtaste oder so, die ich übersehen habe? Oh. Genau, drück 5-mal Umschalttaste, das ist toll. Warum ist die Farbe anders? Hallo? Alles okay bei dir, Minecraft? Oh gut. Spruce Wood. So, da kommt dann halt alles Oak-mäßige rein oben. Unten kommt alles Spruce-mäßige rein. So, die habe ich hier noch. Dann ist hier Birke. Warum sind die alle jetzt in einer anderen... Sag mal, Fetzen. Was passiert hier gerade? Habe ich schon für unten irgendwas, was ich da reinsetzen kann? Ich mach mal Dark Oak Wood. So. Jetzt ist das in dunkler Farbe. Hat das was mit dem Licht zu tun? Warte. The fuck ist falsch? Das sind zwei unterschiedliche Farben. Das ist ein Hellgrau, das ist ein Schwarz. Hier ebenso. Warum ist das Hellgrau?
What? It's not a bucket, it's a feature. Wenn du ein Schild platzierst, kriegst du ein random Integer. Ist verantwortlich für die Farbe, die du bekommst. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. So, hier könnte ich ein Doppelfenster reinsetzen eigentlich. Habe ich gerade Fenster im Inventar? Ja. Gleich auf der anderen Seite. Wenn ich gerade nur ein Fenster habe. Wo ich wohne, das ist, das hatte ich nicht zu interessieren, wo ich lebe, Rasmus. Es tut mir leid. Wie lange ich streame? Ich streame seit Mitte letzten Jahres, Mai letzten Jahres, glaube ich, so ziemlich. So, habe ich Birkwood, genau. Die Saplinge kommen dann auch einfach damit rein. Nein, nee, jeweiliges Habitat. Genau, da die Oak Saplinge rein. Frage ist Äpfel? Ich mache einfach eine Essenskiste. So. Essen. Seit 3 Stunden 32 Minuten. Gib einfach Ausrufezeichen Uptime. Uptime ein und dann kriegst du dann eine Info. So, das ist Essen oben und dann sind unten Setzlinge. Seeds. Genau, dann holen wir jetzt ein ganz kleines bisschen Erde von irgendwo. Siehste, sag ich ja. Ich hab mir mal gedacht, komm, ein Uptime Command kannst du dir mal machen. Woran hast du das denn gesehen, Fetzen? Oder hast du jetzt einfach geschaut, wann ich quasi mein erstes Ich bin Live-Nachricht rausging? Das gebe auch noch Sinn. Ach guck mal, ich hab jetzt sortieren wir erstmal schon mal alles weg. So, und die obere Etage schauen wir dann mal. Dann mache ich vermutlich in der Ecke hier auch irgendwie Cobblestone, die beiden Kisten, mal schauen. Was? Birkenholz habe ich. Da. Jemand bei der Twitch, wie steht das unterm Stream? Da ich letztens 7 Monate restart habe, Stream so aktiv seit circa 8 Monaten. Ich glaube 8, 8,5, 9. Rasmus, es tut mir leid, ich liebe dich nicht. Ich bin glücklich vergeben oder so. So, die Weed Seeds kann ich mitnehmen. Na, es sind ja keine Seeds, ne? Das heißt, das Raw Beef kann ich auch mitnehmen. Na, jetzt wird sortiert. Super. Das ist der Content, auf den man einfach gewartet hat. So. Das wird schön. Anderen Content habe ich mir nicht gewünscht. Seit Anfang 2018 habe ich mir gewünscht, Mensch, wenn ich doch nur sortieren könnte. Jetzt bin ich soweit. Es hat so lange gedauert. Ich bin endlich soweit. Es wird sortiert. So, hui. Na, und dann nutzen wir... Ich meine, ich muss das jetzt auch wirklich aktiv ausnutzen, andernfalls... Wenn ich anfange rumzuschlampen, wird das nicht gut. Das ist ein Bucket. Ich hole mir ein bisschen Oakwood. Ich meine, eigentlich ist es egal, welche Art von Holz ich mir hole. Da bisher noch keine unterschiedlichen Arten von Kisten existieren. So, das. Damit habe ich 15 Kisten gemacht. 4, 7, 8. So, 4 Kisten habe ich noch übrig. Ich muss halt irgendwann auch noch einen Weg hier hoch machen. Weiß aber nicht, woran. Seit wann ich auf Minecraft gewechselt bin? 36 Minuten, circa.
Ich habe das sogar im Discord geschrieben. Go me. Ja, wir sind so ziemlich quasi vor einer halben Stunde fertig geworden mit Transistor. Dann habe ich mir gedacht, da die 4 Stunden noch nicht voll sind, kann ich die Zeit auch noch irgendwie anders verbringen, ne? 22:59 Uhr. So, oben ist... Beziehungsweise ihr beide seid, werdet entweder Cobblestone. Und ihr beide werdet einfach nur Cleanstone. Ja, bloß ab Handy bekomme ich... Ach so! Ah! Ja gut, das Ding ist... Ne, das hat ja Tobi schon mal gesagt und... also nicht du, Fetzen. Und das wollte ich an sich auch als... könnte die Stone... Egal. Und das wollte ich auch so umgesetzt haben. Tobi hat ja schon gesagt gehabt, hier... Wenn relativ spät am Abend ist, was mit 23 Uhr es ja doch schon ist, wäre es vielleicht klüger, wenn du at here verwendest, statt at everyone. Ne, damit, wenn jemand schläft oder so und der am Handy Benachrichtigung bekommt, dass er nicht wütend macht. Ich glaube, es kommt drauf an, wie du es eingestellt hast sogar, ultimativ, aber ich behaupte jetzt mal einfach, würde das jetzt nur so ins Blaue hinein behaupten. So. Ist die Frage... Ja, komm, ich mache hier auch einfach für den Cobblestone die Wand hier einfach rein. Und beim Cleanstone kommen auch die Stone Slabs hinzu. Nur wenn du gerade online bist oder gerade noch warst. Ich meine, ich habe Discord jetzt schon länger nicht mehr auf dem Handy. Dementsprechend kann ich da wenig zu sagen. Zum Glück schaltet mein Handy Benachrichtigung nachts ab, wenn ich eine Zeit das Handy nicht bewegt habe. Ich meine, also... So ein bisschen denke ich mir natürlich selbst schuld, wenn du dadurch geweckt wirst, aber so ein bisschen kann ich auch nachvollziehen, ne? Bei manchen Menschen, die können halt abends das Handy nicht unbedingt ausmachen. Bei meinem alten Arbeitgeber zum Beispiel war es so, dass wenn du Nachtschicht hattest, hast du halt Meldungen und Fehler und sowas an dein Handy bekommen, ne, dass du das mitbekommst. So, und da ist es halt doch schon doof, ne, du liegst gerade mitten im Bett, denkst so, oh, richtig geil, und hörst so ein wut, wut. Und so, oh, scheiße, ein System ist kaputt, stehst auf und siehst dann, Schatten spielt jetzt Minecraft. Weg mit dem. So. Ich weiß halt nicht, was ich oben machen werde. Ich mache eine Doppelkiste für Sand auf jeden Fall, eine für Glas. Und dann gucken wir mal. Na, und es werden höchstwahrscheinlich mehrere Etagen für Cobblestone existieren. Das wird toll. Ich mache dann vermutlich auch eine für Mob-Stuff. So, das ist auch noch alles Oak-Kram, das ist Spruce. Du kommst in Nahrung auf jeden Fall, das ist eine Blume, die Sugarcanes sind. Zähl mal die Sugarcanes jetzt als was anderes, also als Seeds. Um fair zu sein, viel anderes sind sie ja nicht. Ebenso wie Kakteen. An sich sind Kakteen ja auch nur Seeds. Gucken wir mal. Achso, genau. Die Truhe. Ja, das, die beiden Truhen werden halt die letzten sein, die ich bewege. Oh, ich habe vergessen, dass ich ein bisschen was an Dschungelkram habe. Das ist alles Dschungelkram, ne? Da ist noch Oak. Birke. Das Schild krieg ich jetzt gerade nicht mit. Da ist frei im Cobblestone. Nehmen wir das Schild mit, nehmen wir... wo war's? Da, Birken. Achso, da ist noch mehr Kram sogar. Schau übrigens mal ganz kurz hier runter, weil ich hier doch ein bisschen dran interessiert bin zu sehen, was aus unseren Räumen momentan ist. Ich glaube aber, dass ich hier auch nicht in einer...
Zone war, in der ich die Chunks geladen habe, sodass der Kram nicht, noch nicht wachsen konnte. Bin aber trotzdem daran interessiert. So, wupp. Achso, genau, den Raum habe ich noch nicht fertig. Aha. Wie schaut das hier aus? Ja, relativ gut. Das ist halt... Ach nee, das sind nicht alles die gleichen Bäume. Das ist der einzige, der anders ist. Ich lasse das aber anders. So, dann schauen wir in die anderen Räume rein. Hallo. So, genau, das sind die Akazienbäume, die soweit fertig sind. Doch, das gefällt mir. Und der letzte Raum. Oh, der ist auch nett. Nido. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Upsa. Ich denke noch immer darüber nach, dass ich den Runtergang hier ein kleines bisschen breiter mache. Ne, dass ich die Treppe dann auch nochmal anpasse. Ich meine, viel anpassen muss ich nicht unbedingt. Ich müsste dann quasi eine äußere oder noch eine daneben Kram machen. Was? Thomas? Was meinst du mit Thomas Fetzen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Schon schön hier, schöne Aura und so. Ja, doch. Ich bin sehr zufrieden mit der, ich laufe gerade falsch. Mit der Welt hier. Thomas anders? Achso. Ja, Thomas macht das anders, das weiß ich. Aber ich bin halt nicht Thomas, ne? Dementsprechend mache ich das noch meine Art. Die einsame Kuh macht wenig an ihrem Tag, sie sagt. Und steht rum. Und steht rum. Und macht. Und manchmal bewegt sie sich auch. Wahrlich ein wunderbares Wesen. So, und hier möchte ich halt auch noch irgendwas machen. Mit, vielleicht möchte ich hier so eine kleine Piratenbucht draus machen. Mal gucken. Ripfetzens Nachrichten sind bei dir unsichtbar. Ripfetzens Nachrichten. Na, weil das ist ja eigentlich der Pirat wichtig. Ich stink doch. Meine auch. What the fuck? Fetzen, Melly kann die Nachrichten dann lesen, trotzdem im Stream. Also begib dich in Acht. So. Ja, komm, packe ich das auch zum Output rein. Warum nicht? Und die Saplings kann ich. So, zack, zack, zack. Wunderbar. Fünf ist dein Freund. Na, da ist Dark Oakwood. Da ist normales Oakwood noch. Warte, ich mach das mit den Saplings anders. So. Machen wir die unterste Reihe dann mit Sapling voll. So. Das ist Spruce Wood. Auch hier kommt die unterste Reihe voll mit Setzling. Das Brot kommt da rein. Das Brot macht Mu. Weizen kann ich nicht irgendwie zu Setzling umwandeln, ne? Genau. Dann zählt das unter Essen. Die Sugarcanes zählen unter Seeds, weil ich die quasi anpflanzen kann. Ebenso wie die Kakteen, habe ich gesagt. Miss Tandy möchte nicht. Ja, dann einmal auf den Boden werfen. Uff. Achso, das ist Birkenholz, genau. Und dann rennen wir weiter von da hinten nach hier hin. Bis alles leer ist und nehmen dann die Kisten noch mit, weil die kann ich dann wirklich gebrauchen sogar. Muss hier auch noch einen gescheiten Weg machen, wenn wir ehrlich sind. Ach, das kann noch warten. Und es wäre gar nicht mal so bad, wenn ich hier irgendwie den Weg auch noch anpasse. So, zack. Spider-App, geil! Ich meine, die gute Cake hat ja auch die Spider-App installiert. So, ich kann die Kiste sogar schon mitnehmen. Ich kann auch eigentlich hier so machen, ne? Das war keine gute Idee. Vielleicht doch. Vielleicht war die Idee doch halb gut. Ich verkrümmere mich aber auch mal mit der kleinen gemeinen Fressmaschine ins Bett.
Eieiei. Was haben wir gesagt über Hunde im Bett fetzen? Nicht. Hunde im Bett müffeln. Danke, dass du reingeschaut hast. Ich wünsche eine angenehme Nacht, Fetzen. Man sieht sich dann vielleicht morgen. Ne? Je nachdem. Da. Im Moment, wo du ein Lager baust und dich erstmal umschauen musst. Wo war denn noch was? So. Ich könnte auch schon mal ein bisschen Cobblestone umwerfen. Ah, da ist ja auch kein Hund. Hast recht. Der Hund freut sich, wenn er dich sieht. Meine, wie bitte? Wupp. Ja, und irgendwann wird hier auch noch eine ordentliche Treppe gemacht. Irgendwann! Wartet ihr mal ab. Habe ich gerade genug Platz im Inventar? Nein. Das ist ein klares Nein. Das Ding ist, ich habe so viel. Ich habe so viel Erde. Ich werde definitiv nicht in Probleme geraten, aber ich möchte trotzdem irgendwie alles davon mitnehmen. Es ist schrecklich mit mir. Ja, das Schild kann ich auch erstmal reintun. Die Bricks auch. Aber stinken tun beide. Falls du morgen dann Single bist, weiß ich Bescheid. Melli, klipp das schnell und schick das Anna. So, da die Tür zugemacht. Sonst zieht. Mach die Tür zu, es zieht! Und hör auf, an der Tür zu ziehen. Genau, dann jetzt hier immer noch die Erde rein. Bup, 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 bup. Schaut euch all die Erde an, die wir hier drin haben. Und das ist erst Kiste 1. Und dann hole ich jetzt von da hinten schon mal ein bisschen Erde. Ach, Anne juckt das nicht. Wunderbar. Die so, ja, ja, der labert Kack über mich. Ist normal. Stört mich nicht. Und, up. Yay, eine Etage tiefer. Ich frage mich ja, wie viele Kisten Cobblestone ich insgesamt hier habe. Eine Menge. So viel ist sicher. Mindestens 5. So, aber dann kann ich auch nach und nach all die Kisten, die irgendwie mit Bauten zu tun haben, entfernen. Ich hätte hier noch eine Menge Cleanstone, ne? Ich könnte theoretisch das ganze Ding hier sogar abbauen, wenn ich wollen würde. Wenn ich wollen würde. Ich könnte auch einfach all den ganzen Cleanstone hier rausnehmen. Weiß nicht, wofür ich den Apparat bräuchte. Wenn das jetzt doch wirklich eine Menge Cleanstone, die ich habe. Aber ich meine, irgendwann kann er von Nutzen sein. Irgendwann. Ich weiß nur nicht wann, aber halt irgendwann. Mindestens, wenn ich Cleanstone brauche zum Bauen. Ich meine, ich werde auch noch eine Menge Cleanstone brauchen für gewissen Kram, aber naja. Ich habe das Gefühl, die Heuballen sind irgendwie falsch. Ich glaube, das liegt daran, dass es ausschaut, als wäre da einfach ein riesen Gummiband, ne? Ums Dach herum. Egal. Ach stimmt, da war noch Eisen. Ignorieren wir es erstmal. Das Interessante ist, dass das Dach so relativ klein ausschaut. Oder der Dachboden relativ klein ausschaut, obwohl der halt mit das größte ist. Bringt das Hüpfen Schnelligkeit oder ist das ein Tick beim Rennen? Das bringt sogar Geschwindigkeit. Wenn du springst, also du kannst quasi normal laufen, ne? Das wäre früher die Max-Geschwindigkeit. Das Springen da bringt halt relativ wenig, aber da du jetzt heutzutage sprinten kannst, ne, so, und wenn du dazu noch springst, dann setzt du quasi nochmal extra Mobilität um.
Plus dadurch, dass man einfach Leertaste drücken halt, gedrückt halten muss. Stört es auch nicht. Man fühlt sich halt so ein bisschen wie Tigger, ne? Aus Winnie Pooh. Bin Tigger. T-I-G-G-A-E-R. Aber ja, du bist schneller damit, wenn du das machst. Wenn ich bedenke, dass ich dann doch so mindestens 5 Meter laufen muss, von Punkt A nach B oder von C nach B oder von Y nach Z, dann springt man einfach zwischendrin. So, hier war nur solchen Kram, nur in Anführungszeichen solchen Kram drin. Hier nochmal drüber. Ich finde die Brücke da unten halt echt ein bisschen hübscher als die hier. Aber liegt wirklich daran, dass die hier die Stützpfosten halt nicht irgendwie sonderlich verziert, verschönert sind. Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Müsste mir aber überlegen, wie das gut ausschauen könnte. Habe ich hier noch Kram? Die Öfen sind alle komplett leer. Die nehmen wir aber auch alle mal mit. Die brauche ich jetzt hier auch nicht mehr unbedingt stehen haben. So, das ist Cobblestone, Dirt können wir alles mitnehmen. Dirt und Cobblestone. Gut, da ist auch noch mehr Dirt. Und hier ist sogar noch was zum, nur ein paar Schienen, die wir haben. Und da auch noch. So, eigentlich dachte ich, würde hier noch irgendwie Cleanstone finden, dass ich da hier noch welches hätte. Was ist das für eine Mini-Höhle? Weiß ich nicht. Ich müsste auch irgendwann, ne, da hinten sieht man das Aquädukt und da kommt man ja quasi raus aus der, aus dem Berg. Irgendwie, dass man da hinkommt. Das Ding ist halt, also es sind ja doch schon ein paar Meter zwischen der Strecke und was da sein wird. Vielleicht wäre es besser, wenn ich die Strecke, ne, nach da hinten bewegen würde und dann anschließen an die hier. Ne, dass die sich da kreuzen und dann noch eine in die Richtung. Ich glaube, das wäre gar nicht mehr so bad. Ne, dann würde das quasi auch den zweiten Eingang hier erklären. Eingang. Erklären. Upsa, entschuldige Mikrofon, da bin ich an dich gefahren. So, muss auch, ne, das muss ich mir jetzt so ein bisschen merken. Mentale Notiz an mich selbst. Witcher 3 nochmal austesten, ob das auch alles problemfrei läuft. Bevor ich dann morgen hier sitze und mir denke, oh, eigentlich sollte das Spiel jetzt problemfrei laufen, aber irgendwie tut es dann nicht. Ne, dass wir das Projekt auch endlich mal anfangen können. Ich meine, so ein bisschen drücke ich mich ja davor, möchte man schon fast meinen. Eigentlich tue ich es nicht mal, das ist das Schlimme. Ich drücke mich nicht mal davor, aber irgendwo tue ich es dann doch. So, und bei der Brücke, ja, also da, man sieht jetzt hier die Fackeln aus der Entfernung, da müssen halt auch nochmal Stützen ins Wasser. Ich glaube, da mache ich das ist ein Delfin. Eine Stützfelderkonstruktion, die nicht zwei einzelne, die so runtergehen, sondern dass ich da quasi so einen dicken Fuß mache, der ins Meer geht. Muss ich mal gucken. Ich möchte halt nicht, dass jede Brücke gleich ausschaut. Insbesondere, wenn die halt doch schon relativ ähnlich sind. So. Noch ein bisschen mehr Cobblestone. Ne, die Slabs kommen hier erstmal unten rechts ran. Und sowas. Ne, dass das auch so ein bisschen sortiert ist. Noch ein ganz kleines bisschen mehr Erde. So, was mache ich jetzt mit den Öfen? Hatte ich nicht noch ein Schild irgendwo? Das habe ich irgendwo anders reingetan, ne? Achso, das müsste dann da hinten in dem Haus sein. Dann würde ich da noch eine Werkzeugkiste machen und Öfen zählen grundlegend zu Werkzeugen dazu. Behaupte ich. Öfen und alles andere. Alle anderen Crafting-Stationen. Ich glaube, ich werde den Bambus hier auch irgendwie anders umstellen.
So, zack, einmal runter, bup, noch einmal runter, bup, noch einmal runter. In dem Ofen ist auch nichts. Und die Öfen kann ich eigentlich auch entfernen. Ja, oder ich mache eine Mischung aus Nutzen und keinen Nutzen. Ich glaube, die Öfen, die jetzt hier standen, sind einige der ältesten Blöcke, die ich jemals platziert hatte. RIP. So, hatte ich nicht hier ein Schild? Habe ich das hier reingelegt? Wo ist das Schild? Da. So, nehmen wir nochmal den mit. Puh, das ging gut. Ich dachte, das mit dem Cobblestone wäre schlimmer. Jetzt hier hoch. Ne, das sind halt dann die oberen. Oder das wären halt oben einfach nur Schnellzugriffskisten und dann alles tiefer. Alles tiefer. Höchstwahrscheinlich wird auch eine komplette Ebene nur für Cobblestone genutzt. Ja, eigentlich keine schlechte Idee, ne? Frage ist, was so eine komplette Ebene aussagt. So. Ich weiß nicht, was in die untere Kiste kommen soll, aber die obere wird auf jeden Fall Werkzeuge. Werkzeuge. Na, dazu zählen Furnaces, Bookies, Kisten auch mal, weil die auch einen Werkzeugnutzen haben, in Anführungszeichen. So, hier Kobbel. So. Und dann, ja, noch ein oder zwei Fuhren können wir machen. Und dann das Beenden. Ich bin noch immer mit dem Dach unzufrieden, aber ich werde es so lassen. Einfach, weil ich mir selber zeigen möchte, was für hässliche Dächer ich doch machen kann. So. Hallo. Wie kann ich dir behilflich sein, Haus? Ach, das sind auch nochmal ein paar. Jetzt kann ich quasi auch nochmal die Buckets mitnehmen, ne? Daylight Sensor und Redstone Lampe. Lampe? Lampenzündern auch dazu. Zu Werkzeug. Nach der Definition. Ich habe mich so lange davor gedrückt, dass ich. Achso, die Stone Slabs kommen ja auch zu Cleanstone mit rein. Ich habe mich so lange davor gedrückt, die Kiste hier umzustellen, weil ich keine Lust hatte, das komplette Ding da raus oder alles rauszunehmen. Das ist jetzt einfach so weit gekommen ist, dass ich die komplette Kiste ausräume. So, die Schere ist auch Werkzeug, ebenso wie die Sättel. Und die Armor wäre auch Werkzeug. Und die Tunics auch und sowas. Alles, was quasi einen direkten praktischen Nutzen hat. So, aber das wäre wirklich die letzte Fuhre, dann würde ich den Stream beenden. Und dann mal gucken, vielleicht ist noch jemand anderes von der Streamer online, dass ich euch da rüber guide. Ach, guck mal, jetzt wird das Spiel traurig. Wie, er möchte nicht mehr. Dann weine ich. Hallo. Zuerst den Cobblestone. So, euch dahin. Die Mauer kann ich auch an die Mauer. Wusch, weg. Und zack. Gut, und hier Werkzeuge, ne? Redstone-Lampen, Buckets, Sättel. Dass sich Sättel noch immer nicht, dass sie noch immer nicht gestackt werden können, finde ich halt auch sehr interessant. Weil normalerweise, also man kann so zwei Sättel aufeinander legen und dann ist es halt einfacher zu transportieren. So. Genau, dann habe ich hier noch Oak-Kram. Gut. Gut, Knut. Damit haben wir ein bisschen schon mal vorbereitet. Ne, das wird jetzt nach und nach hier immer mehr und voller. Ne? Da muss ich da oben natürlich auch noch irgendwie ansortieren. Dann kommen hier... Ja, ich glaube, ich sollte keine Wendeltreppe machen, wirklich, sondern dass ich da einfach eine Treppe durchsetze. Es wird zwar weniger hübsch sein, ne? Gebe ich es zu, aber es wäre sinnvoller.
Bei einer Wendeltreppe musst du halt quasi immer so machen, während du bei einer Leiter stehst. Aha, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich hier. Gut, dann habe ich auch das geklärt. Eine Frage geklärt, die niemand gestellt hat. So. Nun denn. Dann drücke ich hier auf Disconnect. Ja.